Hallo und herzlich willkommen zu einer Servervorstellung von unserem eigenen Server mit dem Marcel. Hallo. In diesem Video werden wir euch unser Projekt, was wir jetzt eine Weile lang angekündigt hatten, ich weiß gar nicht, ja doch, hatten wir angekündigt, vorstellen und ja, ein bisschen den Server zeigen, was man hier machen kann und so weiter. Also erst wenn ihr auf den Server kommt mit der IP signpvp.minecraft.io, wird sich aber bald ändern. Steht alles in der Beschreibung, spawnt ihr hier, so, und dann müsst ihr euch registrieren, das ist ganz einfach, /register, aber das steht auch alles im Chat, dann gebt ihr euer eigenes Passwort und nochmal euer eigenes Passwort ein, so, ich bin natürlich bereits eingeloggt, ich habe schon einen Account, und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr hier spielen, wenn ihr das nächste Mal auf den Server kommt, /login und dann euer eigenes Passwort eingeben. Und jetzt wird der Marcel dann auch mal was sagen. Genau, also wie ihr seht, es ist ein PvP-Server mit den ganzen Schwertern und Ender-Chests und so weiter. Ihr könnt einfach euch hier freie Sachen nehmen, einfach aufs Schild rechtsklick machen. Da kann man sich Rüstung, Schwerter und Essen nehmen. Und dann gibt es hier am Spawn noch zu sagen, wenn ihr Leute killt, bekommt ihr Totenköpfe, beziehungsweise einen Totenkopf. Den könnt ihr gegen 9 Lapis Lazuli eintauschen. Und aus den 9 Lapis Lazuli könnt ihr euch natürlich einen Lapis-Block machen. Und von diesen Lapis-Blöcken könnt ihr euch hier verschiedene Sachen kaufen. Zum Beispiel Waffen, Rüstung, Bögen. Und ja, da kommt sicherlich später noch Brauzeug oder irgendwie sowas dazu. Müssen wir uns halt überlegen, wie wir das machen mit dem Platz. Das ist ja relativ begrenzt. Zumindest am Spawn. Dazu kann man sich dann auch kann auch Sachen verzaubern, dazu komme ich später nochmal. Und dann hier hinten irgendwo gibt's XP, kann man, falls man XP-Flaschen hat, geht man hier rein, dann stellt man sich auf die Platte und dann geht ein Block vor sich hoch. Ich zeig euch mal kurz Erfahrung. So, also man kann sich dann hier hinstellen und wenn der Marcel jetzt davor stehen würde, er würde keine XP-Flaschen, also keine XP abkommen, ihr könnt ganz gechillt hier euer Zeug. Genau. Mit diesen Schildern jetzt nochmal speziell, die sind unten, also was heißt unten, wir springen einfach am besten mal runter, würde ich sagen. Bist du da, okay. Ey, mir kommt kein Falscher, das zeige ich euch mal kurz, GM0. So. Jetzt seht ihr auch schon die Maps ein bisschen. Hier auf der ganzen Map, wir zeigen jetzt nichts, sind so auch so Schilder wie oben am Spawn versteckt, ihr müsst einfach wie gesagt Rechtsklick drauf machen. Da gibt es dann verschiedene Sachen, Ausrüstung halt, auch jetzt speziell XP-Flaschen. Und ja, zum Beispiel daher bekommt jetzt als Beispiel XP-Flaschen, Ausrüstung etc. Genau. Die Map ist nach einem relativ, es leckt gerade ganz kurz bei mir, nach einem relativ speziellen Prinzip aufgebaut, nämlich nach einem 4-Biomen-Prinzip. Wir haben da eine Berglandschaft, hier eine ganz normale Flatland, könnte man so sagen, so ein bisschen Hügel und Wald noch da drin. Dann haben wir hier Hölle, also es kommen die zwei etwas aufwendigeren Biome. Einmal hier Hölle, da habt ihr hier den Berg und alles. Eine Netherfestung. Wir wollen natürlich nicht zu viel zeigen. Hier so ein bisschen mit Soul Sand und Gravel und alles. Das war einmal der Nether. Und damit Lava sehen, wo ihr meinetwegen auch drüber springen könnt. Mache ich jetzt nicht, weil ich will nicht sterben in der Aufnahme. Und dann habt ihr hier noch von Marcel erbaut. Also das Nether wurde von mir erbaut. Und von Marcel erbaut hier die Wüste. Mit einer kleinen Pyramide und alles. Ich gehe jetzt natürlich... Also schauen nirgendwo ganz genau hin, damit ihr keine Sachen seht und alles. Also wirklich in jedem Biom findet ihr mindestens 3 Schilder, kann man sagen, oder? Ja, ungefähr. Und hier unten findet ihr auch an 2 verschiedenen Stellen, haben wir jetzt gemacht, denke ich. Ja. XP-Flaschen, die dann natürlich mit eurem selbstgefundenen Zeug, wie ihr hier unten auch finden könnt, Rüstung und sowas, selber enchanten könnt. Ihr findet auch Sachen wie Papier und Leder, damit ihr euch Bücher craften könnt am Spawn, die ihr dann verzaubern könnt. Dein Handy ist irgendwie gerade sehr nah bei dir. Entschuldige. Da könnt ihr euch dann Bücher verzaubern, alles. Genau. Jetzt mache ich mal kurz hier. Und Game Mode 1 wieder. Also ich zeige euch nochmal die Karte von oben. Da ist so ein kleiner Turm und alles. Die Karte, um nochmal was dazu zu sagen, ist insgesamt in einem Radius von 100 Blöcken aufgebaut. Ja. Ganz genau 100 Blöcke, also eigentlich 101 Blöcke, wenn man den Rand da außen rum mit rechnet. Ja, das ist ja... Es ist ein Anti-PvP-Logger drauf, bedeutet, wenn ihr im Kampf seid, beziehungsweise mit jemandem kämpft und euer Gegner oder ihr euch selbst ausloggt,
stirbt dieser direkt und ihr bekommt halt dadurch sein Inventar, logischerweise. Ja. Um halt einfach zu vermeiden, dass man sich ihm ausloggt, um sein Zeug halt behalten zu können. Weil hier sind natürlich auch Diamantsachen versteckt und so weiter und so fort. Ja. Ja. Hier oben am Spawn ist kein PvP aktiviert, sobald ihr runterspringt, ist natürlich PvP aktiviert, ist ja relativ logisch. Ränge gibt's auch, dazu sagen wir aber nicht wirklich viel. Es ist natürlich klar, dass diese dann eine kleine Menge an Geld kosten werden, ist jetzt ja auch nebensächlich. Unten könnt ihr Zeug finden, logischerweise, und auch kämpfen. Jeder Kill und jeder Death werden an der Seite angezeigt, sowie die Anzahl der Online- oder die Online-Spiele, wie viele die sind gerade. Und der Server ist 24/7 offen. Auch für Crack, also für nicht Premium User gemacht. Deshalb haben wir auch dieses Plugin drauf mit dem Passwort. Wenn ihr unten Leute killt, habt ihr die Möglichkeit, entweder an manchen Stellen direkt euer Zeug einzulagern in eure Endertruhe. Dafür sind die Endertruhen nämlich da, dass ihr Zeug selber sparen könnt. Hier in diesen Türen zum Beispiel. Oder ihr schmeißt einfach weg. Die Sachen werden automatisch nach einer Zeit gelöscht. Das bedeutet, wenn ihr irgendwas verliert, solltet ihr relativ schnell dafür sorgen, dass ihr es wieder bekommt. Genau. Später werden wir jetzt noch eine Art ein Lager hinzufügen. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, da wir heute eigentlich alles aufgebaut haben und gestern. Also der komplette Server ist eigentlich in 2 Tagen erstanden. Das ist natürlich schon ziemlich gut. Und das bedeutet, wenn ihr auf den Server kommt, beachtet bitte, das ist ein Beta-Server sozusagen. Also der Server ist nicht vollständig, es können Fehler auftreten logischerweise. Und werden auch auftreten. Ja, das sowieso. Und sobald ihr irgendeinen Fehler entdeckt habt und ihr das Gefühl habt, das kann eigentlich nicht sein, dass es so gehört, meldet uns das bitte in den Kommentaren oder wenn wir auf dem Server sind, unbedingt in Chat schreiben. Und sowas. Also das ist eine Beta und ich denke mal, ab Januar wird die Alpha des Servers rauskommen. Je nachdem, das ist jetzt eigentlich noch nicht so fest. Wie gesagt, bei dem Lager könnt ihr euch einfach später kriegt ihr dann noch Geld, wenn ihr Leute tötet, denke ich mal, dass wir es so machen. Und von dem Geld könnt ihr euch einfach so eine Stelle mieten, wo so ein kleines Häuschen steht, Kisten drin sind, um halt euer Zeug lagern zu können, ja. Genau, weil die in der Kiste wirklich für immer reichen und so. Genau. Also, ich füge jetzt nochmal hier hin über die Map, dass ihr alles seht. Das war's an sich. Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr vorbeikommen würdet auf diesem Server und uns ein bisschen ein Feedback gebt. Hier generiert sich gerade die Welt nicht irgendwie. Schade. Ein Feedback zu dem ganzen Zeug hier gibt. Denn das war schon aufwendig zu bauen und auch zum Einstellen alles Mögliche. Haben wir eine Weile lang gebraucht, um Plugins finden. Und wenn es euch gefällt, der Server, dann lasst doch bitte, wie gerade eben schon gesagt, ein positives Feedback oder negativ, je nachdem, was ihr schlecht findet, alles zu uns sagen. Damit wir uns immer verbessern können auf dem Server. Genau. Alles erklärt sollten wir haben. Wie gesagt, 24/7 online. Gehostet derzeit auf Nitrado, aber ich denke, wir werden bald zu einem V-Server wechseln. Ja. Damit dies dann alles flüssiger läuft, ist auch eine billige Variante, aber trotzdem leistungsfähiger meistens. Und ja. Ja, wie gesagt, kommt auf den Server, schaut es euch selbst an. IP und alles in der Videobeschreibung. Genau. Der TS3-Server wird eventuell folgen, aber jetzt wahrscheinlich erstmal bei den ersten paar Usern nicht. Der Server, ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, hat 20 Slots. Ich denke, dass wir es gesagt haben. Nee, haben wir nicht. ja, der Server hat 20 Slots, also genug Platz ist es am Anfang auch eigentlich. Und ja. Genau, das war's dann. Wir verabschieden uns jetzt. Genau, jetzt habe ich kurz die Aufnahme beendet, also ist ja auch egal. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das Video irgendwie weiterempfehlt und mit euren Freunden hier drauf joint, dass ihr alle zusammen Spaß habt. Ja. Ja. Also, es war wirklich viel Arbeit eigentlich, das Ganze hier aufzubauen. Und
Die Map tun wir hin und wieder mal ein bisschen verändern, neue Sachen hinzufügen oder eben eine komplett neue Map. Also, ja. Es ist alles offen, kann man sagen. Ach, was es noch dazu zu sagen gibt, es kommen öfters mal wahrscheinlich Update-Videos zum Server, falls größere Updates kamen. Ja, als Beispiel halt eine neue Map. Ja, oder wir werden noch ein Plugin drauf tun, was mir gerade so eingefallen ist, was wir eigentlich vergessen haben, ist das Voten für den Server, aber das kommt alles noch in einem anderen Video. Jo. Also mit anderen Worten, kurz gefasst, nicht, dass ihr jetzt zu neugierig seid, ihr könnt für den Server voten und bekommt dann dieses Skelett-Shadow, womit ihr euch dann Lapis Lazuli die Blöcke kaufen könnt, sage ich jetzt mal. Und von diesen könnt ihr euch natürlich dann Rüstungen und Schwerter und Bögen und sowas holen. Aber, wie gesagt, wartet auf die Update-Videos, die kommen dann immer so früh wie möglich raus. Und, ja. Dann verabschiede ich mich mal, stelle mich hier schön in das Haus rein. Danke fürs Zuschauen, kommt mal vorbei. Auch für die, die kein gekauftes Minecraft haben, ist kein Problem. Einfach anmelden und bloß zocken. Ich verabschiede mich, danke fürs Zuschauen und ich überlasse Marcel das letzte Wort. Ciao. Ja, bis dann. Ciao.